Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Wir spielen mal wieder zur Abwechslung eine Runde Craft Attack mit, und jetzt dramatischer Abgang. Bergmann! Hallo, hallo liebe Leute. Ich hole mir gerade keinen runter, ich kratze mich gerade am Bein, das tut mir wirklich leid. Das ist gerade so in die... warte mal, ich muss mich auch mal kurz am Bein kratzen. Oh Gott, das riecht übel. Oh, das sieht aber ein bisschen... Oh, Herr Bergmann. Das ist schon... Oh, Herr Bergmann. Herr Bergmann. Das war aber jetzt... Ja, wie gesagt, wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir machen sollen. Die letzte Folge mit dem Inhaber des Bergi Mancharos war im Prinzip ja genauso. Die Verlockung... mich jetzt hier runterzustoßen, ist bestimmt grenzenlos. Nee, nee, überhaupt nicht. Weißt du, warum? Super. Die Verlockung ist überhaupt nicht da, weil du mein Freund bist, weißt du? Oh, das war so süß. Flieg runter. Ey. Nein, Quatsch. Guck mal, ich werde nur gemobbt. Cybermobbing. Nein. Quatsch. Das war überhaupt nicht so gemeint. Aber hast du einen Bogen? Ich bin einfach der liebste und beste Mensch, ey. Nee, ich hab keinen Bogen. Guck mal, der Mini-Zombie hat eine Rüstung. Der ist jetzt zuckersüß. Oh, wie süß. Lass ihn für immer zu unserem Zombie machen. Ja. Wir nennen dich... Wie nennen wir den? Füttern? Der hat ein Ei in der Hand! Das ist das Süßeste, was ich jemals gesehen habe. Der Bergwerk Zombie. Ich finde ja immer noch, dass es irgendwann möglich sein sollte, dass man sich an Hühnern festhält und dann wie bei A Link to the Past so runterfliegen kann. Oh, da ist die Arena von Rotpilz, ne? Oh, haben die mal weitergebaut? Oh, stimmt, die haben die wirklich weitergebaut. Was? Die haben ja wirklich noch Sachen, die man machen kann. Ja, verrückt. Aber ich habe echt, wir können ja mal wieder so eine kleine Sightseeing-Tour machen, so das Übliche vom Üblichen. Das, was man macht, wenn man nichts mehr machen kann. Genau. Und was ist denn, Alter, Debitors Turm wird immer... Das ist richtig krass, ne? Das ist richtig imposant. Oh, hinter uns Creeper. Oh, Creeper! Lass ihn explodieren. Er muss explodieren, du musst ihm das geben, was er hat. Ich glaube, hier ist eine Wohnung drunter. Ja, egal. Oh! Wo bist du? Hast du gesehen, wie ich runtergeflogen bin? Oh Gott, heilige Mutter. Das ist mir auch... Wer schießt uns denn da wieder ab? Ach, Skate ist das wieder! Warte mal, vielleicht kriegen wir einen Bogen von hier. Warte mal. Und dann. Ich hab Pfeile. Ich bin gleich tot. Was? Ja, ich weiß auch nicht warum. Lass mal hochgehen. Lass den da runterklatschen. Okay, ich lasse den jetzt da runter. Verdammt, wie können wir den? Ich glaube, wir müssen da drauf. Ich war schon mal bei dem. Wir machen jetzt einfach mal was mit Holz hier hoch. Kommst du mit? Ja. Triff mal einen Noob. Aber hast du genug. Nein! Oh, Alter! Wie was ist daran passiert? Das ist der Hammer! Das ist der Hammer, die Leute, ey. Ja. Wieso, warum sind die denn so auf Krawall gebürstet bei dir? Hallo? Nee, ich weiß es auch nicht. Alles gut? Ja, ich muss gerade hassentbrannte Kommentare schreiben. Okay. Oh, Alter! Ich bin auch, jetzt sind wieder meine ganzen Sachen weg. Meine schönen, ich habe eigentlich nur Federn und Hühner dabei. Aber das sind wertvolle Sachen. Das sind ja wertvolle Federn und wertvolle Hühner. Ja. Wenn die den Mini-Zombie Billy töten, ne? Den Bergwerk-Zombie. Das ist komplettes No-Go. Das sind so, weißt du, so Schmarotzern ist das halt zuzutrauen, dass sie es wieder mega funny finden, unseren Mini-Zombie zu töten. Aber wenn er nicht mehr da ist, Alter, ich raste richtig aus. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, der liebe Herr Bergmann hat ihn in seiner Folge, die wir hier vorgedreht haben, könnt ihr auch auf seinem Kanal nachher mal nachschauen, schon so einen kleinen Aufruf gestartet für seine Bergmänner und Bergmädels, ihm vielleicht auch mal so ein paar Vorschläge zu machen. Da wollte ich mich direkt mal anschließen bei meinem, was mir gerade auffällt, im Neutron gefassten Waffeln. Wir sind ja keine Waffelin, der alle Waffeln. Gibt's eine weibliche Form von Waffel? Nee. Oder könnte man eine coole weibliche Form machen? Du kannst es verniedlichen mit Waffelchen. Waffelchen? Also die Männer sind Waffe, die Frauen sind Waffelchen? Ja. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben an die Waffelchen, ob ihr das so cool findet. Ach, hast du Sachen von mir mitgenommen vielleicht? Ja, ich habe alles mitgenommen. Super. Deine Federn allen voran. Oh, das ist wichtig? Das ist wichtig? Was hattest du noch? Du hast richtig viel Hühnerfleisch. Richtig Chicken, genau. Ja. Boah, diese Federn, ey, das ist so fantastisch. Was hast du noch gehabt? Nicht mehr, eigentlich. Okay. Ja, ich wollte mich nur ein bisschen aufregen. Okay. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie vielleicht noch ein paar Ideen hättet oder Vorschläge, was wir hier so machen können, weil wir irren jetzt seit Folgen, es kommt ja auch nicht regelmäßig, das würde euch auch aufgefallen sein, deswegen irren wir in den letzten Folgen, die dann sehr unregelmäßig erscheinen, einfach nur rum, haben keine Ahnung, was wir großartig machen sollen, prügeln uns mit Sips, apropos Sips, lass den mal bitte vernichten gerade. Okay. Und wissen halt nicht, was wir machen sollen. So, der Plan war jetzt ursprünglich, dass wir vielleicht, also, oder eine Option, dass wir zusammen mit Paluten
umziehen und selbst so ein Bergchen suchen und dann da das Bergwerk reinmachen, ne? Hätten wir viel früher drauf kommen sollen eigentlich. Das verstehe ich auch vorher nicht. Jetzt hatten wir so eine Bergwerkecke. Ist auch schön, aber der Reiz halt voll auf gegrieft, so bisschen, das ist das Problem. Ja, genau. Halt einfach derbe viel gegrieft. Das ist beim Projekt völlig in Ordnung, um Gottes Willen. Ja. Aber man muss es ja trotzdem nicht deshalb so derbe gutheißen. Ja, natürlich nicht, natürlich nicht. Also es macht ja auch keinen Spaß. Bei mir ist das letzte Mal jetzt auch passiert, dass ich mir halt auch mal nachts die Zeit genommen habe, mal ein bisschen Diamanten gefahren, damit ich irgendwie einmal in diesem Projekt wenigstens eine Rüstung habe, bevor ich dann wieder komplett geschnetzelt werde. Ja. Dann hatte ich halt auch mal 10 und es ist ja schon alles tot gemeint hier unter der Stadt eigentlich. Ja. Und hatte dann wirklich das Glück, dass ich Diamanten gefunden habe. Mich auch super gefreut, lockt mich am nächsten Tag ein, alles weg, komplett die ganze Kiste geleert, ne? Und ist dann halt so, ja, mach den Ender-Chest. Und so, dann hast du eine Ender-Chest und dann wird auch die geklaut. Und dann wird dir die geklaut, so, das ist halt dann auch alles echt semi. Ja. Und gerade noch. Aber wie gesagt, es ist ja keine Kritik. Ja, überhaupt nicht. Genau, das ist ja dieses Ding, keine Regeln, aber es ist halt einfach dann auch so, und da sind wir ja nicht alleine mit, und das ist ja momentan dann sowieso ein Gesprächsthema, was dann natürlich auch so ein bisschen die Anreizstruktur nach und nach ab und an wegnimmt. So. Ja. Und natürlich das nicht primär, sondern primär einfach so dieses Ding, dass wir jetzt euch eigentlich ganz gerne fragen wollten, was wir denn bauen sollen, wo ihr dran Spaß hättet, denn. Es gibt ja auch viele PvP-Enthusiasten da draußen und nicht nur Leute, die gerne Leuten beim Bauen zugucken. Hier links ist Gate, glaube ich, drin. Hier weiter, genau. Und genau, da ist jetzt die große Frage, was wollt ihr? Ihr könnt es ja, wie gesagt, in die Kommentare hämmern. So lieblich wie möglich. Das wäre super. Ich glaube, noch weiter hoch. Oh, ey, diese Aufzüge. Aber die klappen irgendwie auf der 1.8 auch nicht mehr, ne? Oh nein, die sind oben. Die haben... Ganz oben? Ja, die sind direkt in der Mitte. Wie komme ich denn ganz hoch? Über die Treppe dann? Nee, es gibt noch mal einen Aufzug. Und da haben sie direkt auf dich gewartet? Mhm. Schweine, Alter. Ich mache mir jetzt erstmal ein Goldschwert. Das Goldschwert des Todes! Ich komme nicht. Machst du so hinterhältig? Und dann tötest du sie doch? So. Ich hätte es kommen sehen müssen auch unter anderem. Komme ich erstmal mit meinem Goldschwert des Todes und dann können sie sowieso nichts mehr machen. Wir hätten uns eigentlich auch mal ein paar schöne Themen raussuchen können. Ist leider schade. Ja, ich muss gerade ganz ehrlich sagen, dass ich hier gerade infiltriere. Ich habe gesagt, ich komme in Frieden und jetzt haben sie mich hier. Das ist aber auch sehr schön. Sehr, sehr schön hier. Schade, dass ihr sterben müsst. Kommt jetzt. Erstmal infiltrieren. Erst jetzt habe ich wieder mein ganzes Chicken verloren, Alter. YouTube Money Kaffee? Achso. Okay. Verstehe ich nicht. Kaffee? Das Kaffee? Achso, YouTube Money Kaffee, okay. Ah, okay. That's what we like. Oh, ich sehe gerade hier fehlt ein bisschen was. Okay. Weiter. Ich komme jetzt sofort, Alter. Jetzt wird dieses Vernichtet des Todes. Physikalisch höchst fragwürdig. Wie fragwürdig? Höchst. Fragwürdig. So, ich würde jetzt nur meine Sachen gerne wieder haben. Die haben sie bestimmt direkt gelootet und essen jetzt mein Hühnchen, meine Nuggets, die ich mir so lange erarbeitet habe. So. Sind die hier? Die schießen schon wieder auf dich, oder? Nee, auf den Baby-Zombie. Wehe. Oh. Alles easy. Oh, was, wie du das Schwert an der Hand hältst? Oh, super süß. Wenn der sich einmal umdreht, ne, oder an der Klippe steht. Deine Sachen liegen oben. Ja, ja. Die soll mal hochkommen, Alter. Die soll mal hochkommen. Wo ist denn hier noch? Ach, da ist noch ein Fahrstuhl, okay. Warte. Ich zerfetze die so derbe. So. Ah! Hast du ihn geklatscht? Ich hab nur einen Hit. Hast du ihn geklatscht, Digga? Hast du ihn geklatscht? Merkt man ruhig auch immer wieder in die Gefilde ab der unglücklichen. Hier, guck mal, hier. Wurde deine Ender Chest auch. Ah, stimmt, das hat der Vive, glaube ich, bei allen gemacht, ne? Der alte sagt. alles gut. Selbst alles gut, rast nicht aus. So. Alter, er hat halt irgendwas Widerliches auf seiner Rüstung. Jedes Mal, wenn man ihn klatscht, dann kriegt man halt auch eine gewischt. Okay. Das ist richtig ekelhaft. Warte. Das ist richtig bar. Also super cool. Will ich in Varo. Gibt's das? Sonderrabatt oder so?
Ach, guck mal, jetzt hat er 70 wieder als Bausladen geholt. Und jetzt können wir einfach mal 70 runterstoßen eigentlich. Nein, ich habe so Angst, ich will nicht. Oh nein. Irgendwann zerfick ich sie noch. Was geht bei dir so, Bergmann? Ja, ich genieße hier gerade die kleine Stadtrundfahrt. Oh, da kommt ein Zombie. Okay, alles gut. So, wie gesagt, das soll jetzt nur so, eigentlich sollte es auch nur so ein kleiner Einblick werden, so was abgeht, wie es abgeht und was momentan passiert. Und wie gesagt, euch sind die Kommentare, ihr seid ja momentan sowieso so fleißig im Kommentare kommentieren, frei geöffnet. Und ihr könnt euch ergötzen mit Bauideen oder irgendwelchen Vorschlägen noch. Das kommt uns allen sehr, sehr gelegen und gibt auch uns dann mal wieder so ein bisschen Spaß dran, auch wenn wir vielleicht uns ein bisschen von dieser Hauptstadt entfernen müssen. Aber ich glaube, da leben ehrlich gesagt auch nur noch die wenigsten momentan. So, wie gesagt, Kommentare sind offen für euch, so wie immer. Ich freue mich auf viele konstruktive Kommentare. Ich freue mich, dass Herr Bergmann wieder mal dabei war. Und ja. Sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal und noch beim Bergmann vorbeigucken. Falls ihr den noch nicht kennt, aber das ist echt unwahrscheinlich. Arschloch. Ey! Digga, was war das gerade? Was hab ich gerade gehört? Nix hab ich gesagt, Junge, schwör. Was soll's? Ja, das hat mir gerade gefallen, ne? Du hast ja genau deinen Blick gesehen gerade. Tschüss! Tschüss!